Ja, also es gibt jetzt mal wieder was mit meiner Stimme, da ich jetzt schon lange kein Voice-Over gemacht habe und ich auch mal wieder Lust hatte, mit euch zu quatschen. Ja, will ich halt. Es ist irgendwie so ein Quatsch- und Infovideo. Wenn ihr das nicht ansehen wollt, ist das in Ordnung, denn ich werde viel sinnloses Zeug verquatschen und wenn ihr keine Lust und keine Zeit habt, ist das komplett in Ordnung und ich kann es sogar nachvollziehen. Ich wollte als allererstes ankündigen, dass ich ein Q&A machen will. Darum könnt ihr mir gerne Fragen in die Kommentare schreiben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ja, ich koche nebenbei, also sorry, falls da jetzt irgendwie so, ja, man hört, ja. Ja. Ich halte mir gerade das Handy am Mund fest und dann merke ich eigentlich, dass ich Kopfhörer anhabe und hier ins Mikrofon sprechen muss. Ja, whatever. Also bitte Q&A-Fragen in die Kommentare. Alles, was ich nicht beantworten werde, wären dann Adresse, also logisch, Stadt und Straße, Nachname und ein Alter. Ja gut, ihr könnt mich auch mal nach Alter fragen. Okay, ich reveal das dann mal, wenn jemand fragt. Fragt nicht. tatsächlich... Sorry, ich bin gerade voll in den Schrank gestoßen. Aua, mein armes Knie. Okay. Wegen irgendwelchen Spoilerfragen. Ich bin noch nicht bei der 8. Staffel. Ich habe die 7. durch. Ich habe alle Staffeln durch, außer die 7. Darum, ja. Fragt hauptsächlich über Fire Cats, aber könnt auch so unsinnige Sachen fragen, wie lieber Pepsi oder Coca-Cola oder sowas, ne? Also, ja, sowas hat halt nichts zu tun mit Fire Cats, aber könnt ihr trotzdem fragen. Zweitens wollte ich euch fragen, ob ihr mir vielleicht eure Lieblings-Warriors-Animationen oder Maps in die Kommentare schreiben könnt und ich auf diese dann an einem Video reagieren könnte, also bezüglich eurem Short und welche Videos ihr von mir eigentlich am liebsten habt. Also, ja, ob ihr jetzt lieber... was weiß ich, Shorts habt oder ganze Videos oder Edits und so halt. Ja, versteht ihr, was ich meine. Und ob ich mehr Shorts machen sollte, ich habe ja jetzt dieses Warrior Cats im echten Leben und rate, wer der Bösewicht ist, gemacht, ob ihr mehr davon wollt. Ein Edit ist noch in Arbeit, das wird geil, also richtig. Also ich finde es geil, ich bin sehr stolz auf mich, aber ihr werdet dann ja sehen. Es ist ein Geißel-Edit, ja. Ich hasse Geißel, aber ich finde den Charakter doch so geil. Darum habe ich mich entschieden, ein Edit von ihm zu machen. Also dann könnt ihr mir mal eure Lieblingsanimationen und sowas in die Kommentare schreiben. Das würde ich mir dann ansehen und darauf reagieren, bezüglich in einem Short zum Beispiel. Am besten wäre halt so... Animationen, aber ich kann halt auch so auf Maps reagieren und in mehreren Parts. Das geht natürlich auch. Und sucht dann, wenn schon, Maps aus, in denen die Animatoren oder wie auch immer man das nennt, auch im Bild drin sind, denn ich habe tatsächlich keine Lust, das alles in der Beschreibung zu verlinken, weil dafür bin ich echt etwas faul. Ich kann auch auf eure Videos reagieren, wenn ihr wollt. Die könnt ihr mir dann auch in die Beschreibung schicken. Am besten Shorts, aber gehen auch ganze Videos. Die müsste ich dann halt nur in Parts aufteilen. Ja. Ich habe by the way noch einen Art-Contest am Laufen. Den könnt ihr euch gerne nochmal anschauen und sogar mitmachen. Das würde mich echt freuen. Link in der Beschreibung. Und ich glaube, das war's auch schon. Oh Gott, das ist gar nicht meine Stimme. Ich stelle meine Stimme immer so, aber eigentlich ist meine Stimme so. Fragt nicht, okay? Ach, by the way, ich habe noch einen neuen Banner, den könnt ihr euch auch mal ansehen. Bin richtig stolz drauf. Oh Gott, schon 4 Minuten. Okay, ich höre jetzt auf. Bye, hab euch lieb.